Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten UEFA Champions League Stadion Vlog. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Achtelfinal-Rückspiel. Und zwar heute spielt Borussia Dortmund vs. PSV Eindhoven. Ich bin auch schon in meinem Lieblingshotel in Düsseldorf angekommen. Warum Düsseldorf? Weil es keine vernünftigen Flugrouten morgen von Dortmund nach München zurück gab. Nur ein Flieger um 6 Uhr morgens und dann hätte ich wieder kaum geschlafen. Deswegen bleibe ich heute eine Nacht hier. Aktuell trage ich so gerne dieses Streetwear-Argentinien-Shirt mit Messi hinten drauf. Ich habe es vorhin erst gebucht und ich habe einfach zufällig ein riesiges Upgrade bekommen auf so eine X-Suite. Die ist so riesig. Übrigens hast du es selber gezahlt. Manche Detective Collins denken, dass ich das auf Nacken bekomme, nur weil ich sage, dass ich ein Hotel schön finde. Aber auf jeden Fall mag ich es hier sehr, sehr gerne. Wenn man hier reinkommt, ist direkt hier die erste Tür und da ist dann auch mal so eine abgetrennte Toilette. Ist ganz gemütlich. Ist eigentlich wie so ein kleines Apartment. Da ist dann noch ein Schrank, aber den muss ich jetzt euch nicht unbedingt zeigen. Da seht ihr aber jetzt sofort das erste Highlight und zwar die View hier auf den Rhein. Mega schön. Und da ist der Fernsehturm auch deutlich zu erkennen. Oh, da fährt sogar unten gerade ein Schiffchen entlang unter die Brücke. Und dann geht es hier direkt rechts Richtung Badezimmer. Sogar mit einer großen Wanne und noch so eine Dusche, die auch komplett um die Ecke geht. Schau mal. Oh, da ist sogar auch noch ein Spiegel. Und da ist auch noch ein Fensterchen. Kann man Richtung Bett schauen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz hier. Zack, zack. Ich habe irgendwie das Gefühl, Messi wird dieses Jahr nochmal die Copa America gewinnen. Und das Fresche ist, die View zieht sich einfach ums komplette Zimmer entlang. Hier vom Bett aus kann man auch da rausgucken, dann nach vorne, beim Fernseher auch. Und ja, hier haben wir noch so eine kleine Minibar, Leute. Kann man sich einen Tee zubereiten. Und Betten sind ja auch immer so unnormal gemütlich. Oh, perfekt. Nicht zu weich und auch nicht zu hart. Ich habe gerade eben auch noch meinen Barca-Stadion-Vlog online gestellt und noch das Thumbnail vorbereitet. Da seht ihr auch mal hinter den Kulissen, was ich da alles so mache. Ich erhöhe noch die Kontrastwerte, Sättigung, schneide es passend aus und ja, mache natürlich dann auch einen coolen Screenshot aus dem Video raus. Ansonsten, was kann ich euch noch zeigen? Übrigens, Leute, wollt ihr mal wissen, wie ein, ich sag jetzt nicht den Namen der Firma, dieser Koffer soll, keine Ahnung, anscheinend lebenslang halten und nach 11 Monaten Stadion-Vlogs, guckt sich das an. Also es ist ja einfach eigentlich 0,0 gelohnt. Ich musste mal zurückbringen, weil die meinten, die können das irgendwie ersetzen, aber mit 3 Monate Wartezeit, keine Ahnung was. Und man kriegt auch keinen Ersatzkoffer. Naja, egal. Wir gehen jetzt mal direkt nach unten in den Lobbybereich und snacken etwas. Ich bin um 9 Uhr morgens direkt von Barcelona hierher geflogen, hatte im Flieger auch nur ein kleines Brötchen. Das ist das dritte Spiel, Leute, in 4 Tagen in 3 verschiedenen Ländern. Man bekommt ein bisschen Knacks, vor allem wenn der Schlaf zu kurz kommt. Wobei ich habe heute wenigstens mal durchgepennt. Zwar nicht sehr viel, aber 5 Stunden. Ich fühle mich eigentlich jetzt auch wieder ganz gut. Ich muss aber jetzt unbedingt was essen. Ich möchte auch noch ins Gym gehen, Leute, später im Hotel, so als Ausgleich. Wir waren Anfield Road, Signal Iduna Park, Barcelona, geisteskranke Spieler, erwischt. Deswegen verzeiht es mir, wenn irgendwie mal ein bisschen die Konzentration nachlässt und ja, ich ein, zwei Sprachfehler habe oder die mir nicht auffallen. Ich habe so Bock auf diesen Burger hier, den hatte ich das letzte Mal. Oh, guck mal, was für eine coole Bar auch. Wir haben jetzt 14.43 Uhr, das heißt in circa 6,5 Stunden ist dann Anpfiff. Haben wir noch genug Zeit? Wetter ist belastend, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen am Rhein lang spazieren. Erstmal machen wir uns den Magen voll und der Kellner ist auch ein Zuschauer. Komm, Mohamed, komm. Schau mal. Direkt hier nirgendwo gehabt, bitte rein. Sehr gut. Hast du Barca auch gestern geguckt, oder was? Ja, klar. Bist du auch Barca-Fan? Natürlich. Alter, wie geil, Digga. Nicht mal 18 Stunden später nach Abpfiff sehen wir uns jetzt hier in Düsseldorf. Er hat mir gerade was unnormal Krasses erzählt. Digga, ich glaub's nicht. Er hat bei Token, Leute, der englische Visca Barca, hat er ein Gewinnspiel gewonnen. 2 Tickets für das erste Messi-Miami-Spiel. Genau. Da, wo er in der 94. Freischuss gemacht hat. Genau. Und da warst du dabei? Ich war dabei. Krass, und Sio hat eine Reise nach Miami verlost. Nein, nur das Ticket. Ach, nur das Ticket. Ah, und Reisen musst du selber zahlen? Digga, warum hat er nicht gegönnt? Sio, Alter, was ist denn? Übernimm doch alles. Während ich auf das Essen warte, lese ich die neuesten Kommentare beim Video. Antons Vlog pünktlich zum Mittagessen. Dankeschön, Leute, für die ganze Liebe. Konnte es heute Morgen nicht glauben, dass ich nicht gebrochen wurde. Fühle ich es. Genauso ging es mir auch. Liebe, liebe, liebe Triple Feet. Golden Burger. Alter, wie saftig sieht denn der bitte aus? Uiuiui. Kann ich mir das Gym eigentlich danach auch sparen, ne? Ich hab so Bock jetzt drauf. Oh, ist das, was ist das? Das ist doch kein echtes Gold da oben, oder? Ich glaube, das ist nur verziert. Hä? Trüffel und so. Das Fleisch ist halt überragend. Das ist richtig lecker. Was ist denn das? Das ist doch safe eine Verzierung, oder? Und auch schon fast fertig mit dem Training. Ich habe jetzt noch eine gediegene Ganzkörpereinheit gemacht. Es gibt leider nicht ganz so viele Maschinen hier, aber ist nicht schlimm. Ich mache jetzt noch die Ausfallschritte zu Ende für die Beine. Ich weiß, Leute, man sieht es mir kaum an, aber tatsächlich manchmal trainiere ich die Beinchen. Beste Leben nach dem Training seit dem Winterurlaub.
In Österreich bin ich so ein begeisterter Saunagänger geworden. Aber hier im Hotel ist es auch richtig chillig. Da kommst du dann raus aus der Sauna und kannst direkt hier noch in den Whirlpool planschen. Hier im Hotel übernachten übrigens auch sehr oft die Auswärtsmannschaften, wenn sie irgendwie gegen Dortmund, Köln oder so spielen. Bayern war das letzte Mal auch hier, als sie gegen Gladbach gezockt haben. Das Hinspiel in Holland ging 1:1 aus. Da wurde Mats Hummels so heftig betrogen. Das war, ich sag immer noch, nie im Leben ein Elfmeter. Oh, Digga, schau mal, da sehe ich ganz viele Fortuna Düsseldorf-Sticker. Also wenn heute auch noch der BVB weiterkommt und Inter Mailand, dann haben wir 8 vom Namen her absolute Top-Mannschaften im Viertelfinale. Nicht ein Underdog. Das Saarbrücken-Märchen hört einfach nicht auf. Sie haben gestern Abend tatsächlich den nächsten Erstligisten rausgekickt und sind somit im Halbfinale. Oh, gönnt euch nochmal hier diese Kulisse. Ui, fährt da jemand mit Kanu? Wie chillig. Saarbrücken trifft jetzt im Halbfinale auf Kaiserslautern und im anderen Halbfinale Fortuna Düsseldorf gegen Leverkusen. Das heißt, Leute, wir haben safe call einen Zweit- oder Drittligisten zu 100% im DFB-Pokalfinale. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Und schreibt es mal bitte in die Kommentare und korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber Leverkusen wird ja safe call Champions League spielen nächste Saison. Und der Pokalsieger bekommt ja normalerweise immer auch einen Europa-League-Spot. Das erledigt sich aber, da Leverkusen eben in der Champions League spielen wird. Das heißt, es wird schon mal der Zweitplatzierte bekommen. Aber ist das wirklich möglich, dass ein Zweit- oder Drittligist dann Europa League spielen wird? Das ist der Wahnsinn. Schon so leichte Alexanderplatz-Berlin-Vibes hier? Ach Freunde, tut das gut, hier etwas entlang zu spazieren. Ein bisschen wieder das Adrenalin aus dem Körper zu bekommen vom gestrigen Spiel. Aber es dauert nur noch ein paar Stunden und dann geht der Pegel auch schon wieder hoch. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen heute Pech mit den grauen Wolken, aber ich glaube im Sommer ist es hier richtig geil. Noch 2,4 Kilometer zum Hauptbahnhof. Ich muss nämlich einen ICE schnappen, Leute, und dann Richtung Dortmund fahren. Jadon Sancho hat am Wochenende so ein schönes Tor geschossen gegen Bremen. Bin ich mal gespannt, ob er heute auch wieder performen kann. Ich bin so gespannt auf die Auslosung am Freitag. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Barca gegen Dortmund im Viertelfinale würde ich auch hart fühlen, weil es einfach komplett 50-50 wäre. Oha, wie cool. Bei der Unterführung ist einfach so ein kleiner, chilliger Skaterpark mit Graffitis. Ich bin so selten einfach random durch Düsseldorf gelaufen. Aber ich muss sagen, die Stadt gefällt mir super. 2-3 Mal war ich hier damals noch zu Fullhaus-Zeit mit Marcel, wo wir shoppen waren. Wer kennt diese Vlogs noch? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe so gute Laune, Leute, weil Barca weitergekommen ist. Wirklich. Wahrscheinlich kassieren wir im Viertelfinale von City 8:0 nach Hin- und Rückspiel. Aber egal, dann gab es wenigstens für ein paar Tage Glücksgefühle. Mal gucken, ob Marcel spontan dran geht. Na, komm, 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 lass mich nicht hängen. Oh. Ich wollte Marcel an unsere Fullhaus-Ausflüge damals erinnern. Ah, okay, und hier beginnt genau die Königsallee. Ja, stimmt, auch Monte und so war damals ein paar Mal dabei. Carsten, was für legendäre Zeiten, da denke ich so gerne dran zurück. Das Lokal ist aber auch schon die Jahre gekommen, noch mit Premiere-Schild. Real Talk, das letzte Mal am Düsseldorfer Hauptbahnhof war ich mit 17. 2014 war das, ich kann mich sogar noch genau daran erinnern, im Oktober oder im September. Vor fast 10 Jahren, crazy. Ich hoffe, die Deutsche Bahn macht jetzt kein Auge und ich komme pünktlich an beim Stadion. Ah ja, da ist auch schon mein ICE, pünktlich. Ich habe mir jetzt noch ein Baguette geholt mit Schinken und einen Kaffee. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht in die falsche Richtung eingestiegen bin. Musti, mein Chauffeur holt mich ab, wie geil. Was geht? Bro, auf die Minute genau das perfekte Timing. Was geht, Bro? Wie geht's? Na, gut, gut. Und selbst? Alles super, ja. Oh, Digga, ich bin fast eingeschlafen im Zug, ne? Ich hatte so Schiss. Zum ersten Mal, wo ich halt so wenig und so schnell gegessen habe. Ja, ach, stimmt, ist ja Fasten. Und angekommen in Dortmund. Wir sind heute zusammen im Stadion, Leute, musst du nicht? Jawohl. In 10 Minuten sind auch schon die Aufstellungen live, müssen wir sofort abchecken. Und die offiziellen Aufstellungen sind da. Füllkrug spielt vorne, von Anfang an mit Sancho, Brandt und Malen dahinter. Eigentlich ist jeder topfit, bis auf Schlotterbeck, aber der fehlt, weil er gelb gesperrt ist. Bei Eindhoven kennt man auch einige Spieler, unter anderem Luke de Jong, Ex-Barca-Spieler, genauso wie auch Serginho Dest, Bakayoko noch vorne rechts. PSV ist das einzige Team in Europa zusammen mit Leverkusen, was in der nationalen Liga immer noch ungeschlagen ist. Ja, jetzt musst du alleine im Stau gelassen. Sorry, Bro. Aber ich wollte noch ein paar Predictions gleich vom Stadion einfangen. Du bist noch mit seinem Bruder unterwegs. Aber ich bin guter Dinge, dass der BVB es heute packen wird. Die haben eigentlich im Hinspiel auch schon besser gespielt und heute zu Hause wird das nicht schief gehen. Und da hinten ist auch schon der Signal Iduna Park. Das ist immer das beste Feeling. 21 Uhr, es ist dunkel, die Flutlichter sind an und man ist bereit für einen geilen UEFA Champions League Abend. Ah, ihr seid Zwillingsbrüder, ne? Nein. Wie nein? Nein, wirklich nicht. Hä, ihr seht gleich aus. Was tippt ihr? Ich tippe 3-1 Dortmund. Wer schießt die Tore? Zweimal Malen, einmal Füllkrug. Oh, okay. Ich sag 2-1 Dortmund. Einmal Brand und einmal Sancho. Ich glaube, Niklas trifft auch heute. Und Sancho ist auch mein Call. Mein Tipp ist 2-0.
Warst du gegen Dortmund im Viertelfinale? Würdest du fühlen? Ja, gewinnt. Ja, ist 50-50. Ja, klar, Mann. Das machst du im Fußballgang. Was tippt ihr, Jungs? Ich sag auf jeden Fall Sieg Dortmund. 2-1. 2-1? Ich sag 3-0 Dortmund. 3-0 Dortmund. Und ihr? Knackiges 5-1. 5-1? Boah, das wäre ja geisteskrank. In einer halben Stunde ist Anpfiff, aber es sind immer noch so viele Leute hier vom Stadion. Nina, was tippst du? Boah, ich bin ehrlich, ich glaube, wird schwer mit der Aufstellung. Aber ich habe Hoffnung und sage 2-1 Dortmund. Okay, ein bisschen knapperer. Okay, die Jungs davor meinten 5-0, 4-1, da bin ich confident. Ja. Echt? Also, aber viel Erfolg, sehr viel Spaß. Dankeschön, ciao, tschüss, ja, ciao. Was tippst du, Brudi? Ich sage 2-1 Dortmund. 2-1? Ich sage 3-1 Dortmund. Doppelpack. Füllkrug, Lücke, Lücke. Road to London 24. Im Wembley wird dieses Jahr das Finale stattfinden. Übrigens ist genau das die Anzeigetafel. Man ist unmittelbar dahinter. Ich bin im Stadion gerade, Bro. Wo bist du denn? Was ist los? Was Wichtiges? Bin hier im Stadion. Ja, man hört dich, glaube ich, nicht. Liebe Grüße von Willi, Leute. Wir sitzen heute auf der Westtribüne, Leute. Ich glaube, genau irgendwo da unten. Und genau vor der Südtribüne, da ist natürlich schon jeder einzelne Platz belegt, so wie man es auch in Dortmund gewohnt ist. Und genau jetzt läuft gerade Dortmund in die Katakomben rein. Der ganze Auswärtsblock von PSV Eindhoven ist auch schon voll, machen auch schon vor Anpfiff Stimmung. Geil, Digga, ich glaube, das wird heute richtig krass von der Atmosphäre her auch. Aber anders kennt man sowieso nicht unsere kleinen Iduna Park. Aber die Holländer sind auch gut zu hören. Oh mein Gott, Digga. Ey, das... Junge, du bist ja richtig getan. Bist du heute Ninja oder was? Nein. Ich bin Ex-Spieler von dir. Bro, ich sitze, glaube ich, genau da, aber da sitzt gerade einer. Ey, Musti! Alter! Ey, wie geil! Er kommt her, Leute, sagt, ich heiße auch Anton. Ich denke so, oh, voll süß. Und dann haut er einfach, was sagst du? Hast du gerade gesagt? Ja, komm. So ein Frechdachs. Und you'll never walk alone! Vor ein paar Tagen hat man einen Endlaut gehört und jetzt im vollen Signal Iduna Park. Ey, die Jungs sind einfach beide Leute genau hinter mir. So ein Zufall. Ey, ich sitze hier und Eldos genau hinter mir. Das gibt's nicht. Und wir wussten es davor nicht mal. Ey, was ist für ein Zufall? Das war nicht ganz klar. Geil, geil. Völkrug! Mats! Julia! Brand! Mannschaft, kommen rein! Oh, ich hab so Bock wieder auf die Hymne! Oh, da geht der Rauchfackel hoch im Eindhoven-Block. Halten auch alle ihre Schale hoch. Ey, die Mannschaft sitzt sogar genau vor unserer Tribüne. Geil! Oh, und sie legen nach mit Pyros sogar noch. Mal schauen, ob die Dortmunder nachher auch noch ein paar zünden. Der Rauch zieht gerade in unsere Richtung. Ey, bei Eindhoven-Fans auch stark, ne, bis jetzt. Ich muss ehrlich sagen, für Barcelona-Verhältnisse war gestern auch schon eine richtig geile Stimmung. Aber als Barca-Fan kann man von so einer Kurve einfach nur träumen. Der Wahnsinn, immer wieder beeindruckend. Und das Spiel wurde angepfiffen. Man hat von hier einfach die beste Sicht. Richtig, richtig geile Sitzplätze. Ich hoffe, das kommt gerade Leute bei der Aufnahme rüber, aber es ist so unglaublich laut. Oh. Von Marzen. Oh. Sabitzer. Brandt. Auf Sancho schießt. Sancho! Ist er! Yeah! Sancho! Sancho! 13 Minuten, 10 Sancho mit seinem zweiten Treffer! Seit seiner Rückkehr zum BVB! Ich hab's gesagt vorhin noch, Leute! Eben hat er sein erstes gemacht, jetzt ein zweites! Was ein wichtiges auch noch! Jadon Sancho! Jadon! Sancho! Sancho! Sancho!
Jong mit dem Foul. Glück. Der hat aber ein paar wichtige Kopfballtreffer für Barca erzielt, muss man sagen. Immer wenn er reinkam, gefühlt last minute Tor. Die Dortmund-Fans singen Europapokal. Europapokal. So viel Platz für Malen. Lücke vergibt! Nächste gute Gelegenheit! Dortmund spielt so gut in den ersten 15 Minuten. Jetzt Brandt! Oh mein Gott! Aber ja, schon wieder gefährlich! Sancho erinnert auch an seine alten Zeiten. Der hat eben auch schon wieder so gezaubert durch zwei Leute durchgedribbelt. Hat einen sehr guten Tag erwischt. Mann, zieht vorbei. Schau mal, wie viele Chancen es schon gab. Wir sind in der 27. Minute. Bakayoko. Erste stärkere Phase der Holländer. Ui. Ja, das war tatsächlich die beste Chance. Oh. Hummels mit einer typischen Matzgrätsche. Wie sagst du Halbzeit? Oder ein gutes Spiel. Ich freue mich. Also Stadion ist super, ne? Aber alleine Spiel her, ersten 5 Minuten, man hat sich unheimlich viel erwartet. Ich fand die ersten 25 Minuten sogar extrem stark. Ja. So ab Sekunde 1, die haben einfach alles auf den Platz gebracht. Man merkt, wie wichtig denn der Wettbewerb davor ist. Weil sonst ist Dortmund halt überall schon draußen, ne? Pokal raus, Bundesliga. Eigentlich die ähnliche Situation wie bei Barca. Ja. Nur noch Champions League fehlt. Alles gut? Ja, was sagst du? Gute Halbzeit? Ja, es geht. Also Dortmund drückt die ganze Zeit aufs 2-0 und dann... Ja. Dann haben sie ein Tor wieder bis ins Spiel kommen lassen, ne? Ja, und dann verdämen sie nichts mehr. Ja, wird schon. Hä? Du musst jetzt dich angepisst, oder was? Ja, angepisst. Wie? Ich hab angejist. Was sagst du, Halbzeit? Halbzeit-Fazit. Ich sag so, Dortmund spielt super. Auf Ernst, also macht richtig Spaß zuzugucken. Aber jetzt die letzten Minuten war PSV Eindhoven vorne. Aber mal schauen. Musti hat einfach die komplette erste Halbzeit wegen Staufers verpasst. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er da. Was geht ab, Brudi? Oder was geht? Na? Ich bin Barcelona-Fan seit 2011 jedes Spiel geguckt. Echt jetzt? Jedes Spiel. Oha, ich hab noch das Messi. Eindhoven macht die Hälfte 2 da weiter, wo sie in Hälfte 1 aufgehört haben. Pressen immer weiter. Genau vor unserer Nase gerade, richtig geil. Gut, und wieder Jake. Den Dribbling. Boah, ist das flashig von hier eben zuzuschauen. Ah, schade. Kleiner Fun Fact: 2018 bei der Gamescom habe ich mit Jadon Sancho und Emil zusammen FIFA gespielt. Das war genau noch kurz vor so einem Durchbruch bei BVB. Einfach. Und Karim wird eingewechselt. Vielleicht bringt das jetzt nochmal frischen Wind und Tempo nach vorne. Verletzt gerade eben, als er probiert hat zu pressen und den Ball zu erobern. Zeigt es an, Muskelverletzung. Oh, das ist natürlich ultra bitter. Hoffentlich nichts Schlimmeres und keine lange Ausfallzeit. Den werden sie jetzt noch brauchen. Er muss auf jeden Fall raus, aber er steht zumindest wieder auf den Beinen. Dürfte nicht allzu schlimm sein. Für ihn kommt nun Marco Reus rein. Ihn durfte ich auch einmal treffen. Extrem korrekter Kerl auch. Niklas! Niklas! Füllkuh! Das wird überprüft?
ein Tor abseits, krass. Oh, wie unlucky. Jetzt belieben natürlich nochmal die Fans aus Holland. Und Eindhoven im Gegenzug. Oh, das wäre jetzt so bitter, wenn sie es direkt kassieren würden. Oh nein, das gibt's nicht. Tor, oder? Nein. Hä? Ich blick gar nichts mehr. Wir schreiben die 88. Spielminute. Dortmund kämpft sich durch die letzten Minuten. Oh, Eindhoven bekommt einen Freistoß. Es wird echt nochmal eng. Die Vermutung, es fällt noch eins. Entweder 1-1 oder 2-0. Oh, Dortmund zittert sich über die Zeit. Es gibt maximal noch ein, zwei Angriffe. Oh, oh. Nein. Nein. Oh mein Gott! Luke de Jong vergibt die größte Chance. Und das in der Nachspielzeit. Das war noch absolut die größte Chance im Spiel. Es musste erstmal so überragend ausspielen in der letzten Minute des Spiels. Und dann kann es vergeben. Oh mein Gott, was ist denn los, Marco Reus? Was ist denn da passiert? 2-0, Marco! Wahnsinn, Alter! Guck dir die Köpfe schwach an! Das muss so extrem bitter und belastend sein! Du vergibst so eine Chance in der 94. Minute und kassierst dann das 2-0. Die Spieler können es nicht fassen. Das müssen sie sich selber zuschreiben. Dortmund geht jetzt als lachender Gewinner aus der Partie. Aber so ist Fußball. Am Ende haben sie es gemacht. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu auf so einem Niveau. Ende. Er pfeift nicht mal wieder an. Torschütze, Lücke, Marco Reus! Marco Reus! Marco Reus! Herzlichen Glückwunsch, Borussia Dortmund. Was? Atletico? Hast du gesehen, Atletico? Atletico hat's gedreht. Da gibt's eine Verlängerung in Madrid, ja? Boah. Also, Dortmund ist weiter. Jetzt entscheidet sich nur noch, ob Atletico oder Inter das letzte und erste Team sein wird. Leute, ich hoffe, euch hat das Stammwort gefallen. Wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder bei der Länderspielpause. Da möchte ich nämlich Brasilien, Spanien gehen und Deutschland gegen Frankreich in Lyon. Das wären richtig geile zwei Spiele. Lasst kurz uns Abo da. Checkt doch Eldos ab. Der macht einen Start im Norden. Gerne. Bewerbt, kommt ihr nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mussi kriegt noch Trikot von Marius Wolf. Oha, oha, wie cool. Yeah. Mussi, Abi. Oh, lele. Bester Mann.